Der Name Gottes ist mein Erbe. Nun, was heißt das? Wann bin ich bereit, diese Erbschaft anzutreten? Diese vielerlei Namen, diese Zerstreuung, diese Zerstückelung, diese Fragmentierung, die ich hier erfahre, bleiben zu lassen und mich auf das Einssein, auf diese Einsgesinntheit auszurichten. Auf diesen einen liebevollen Gedanken, der Name Gottes selbst ist. Es ist der eine liebevolle Gedanke, die eine Quelle, aus der alles hervorkommt. Und nur das zu geben, nur das auszudehnen. Möge ich bereit sein, möge ich zurücktreten, möge ich still werden und mich führen lassen. Es geht nicht um mich, was ich will, und da einsichtig zu sein. Es geht nicht darum, hier meinen Film zu fahren. Meine Gewohnheiten, meine bestimmten zwanghaften Abläufe weiter abzuspulen, sondern nur Gottes Gedanken zu geben und zu lehren, zu leben. Mich nur auf seinen Namen fokussieren. Und es wird still. Der Name Gottes ist mein Erbe. Der Name Gottes bringt nur liebevolle Gedanken hervor. Und nur liebevolle Gedanken sind wahr. Und jetzt ist mein Lernen, mich in der wahren Wahrnehmung zu üben, damit ich nur noch diese liebevollen Gedanken wahrnehme. Und diese Lehre. Und mich nicht mehr mit Fehlern aufhalte. Ich bin doch der glückliche Schüler, der sich nicht schuldig fühlt. Auch wenn er scheinbar in so einer Dauerfalle sitzt. Das heißt aber nicht, nicht doch endlich mal mein Erbe anzutreten, ne? Im alten Scheiß sitzen zu bleiben? Sicherlich nicht. Gottes Wille geschehe. Er möge geschehen durch mich, weil das auch mein Wille ist. Und Gottes Wille ist der eine liebevolle Gedanke, den zu geben. So einfach ist Gott. Manchmal schmerzt es förmlich, diese Einfachheit zu sehen und mich selbst in dieser Komplexität, Kompliziertheit
Verrücktheit, in diesem Wahnsinn, in dem ich mich immer noch suhle. Ich will mich nicht anklagen, aber dennoch sehe ich das. Wie sehr ich dem unbewusst auch immer noch Vorschub leiste. Mein gewohntes altes Denken eben. Wie schnell und wie leicht es sich immer wieder einschleicht. Okay, ich will einsichtig sein und milde und gütig und vor allem geduldig. Ich bin Lernende. Ich trete zurück und ich lerne immer weiter zurückzutreten von meinem Film, um Gottes Erbe anzutreten, um seinen Namen, der auch meiner ist, anzunehmen. Und das kommt immer mehr. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Ich muss mich um nichts kümmern. Es braucht immer wieder diese Bereitwilligkeit, diese Beständigkeit, jeden Tag, jeden Moment aufs Neue. Und darauf vertraue ich, dass der Heilige Geist immer mit mir ist. Weil ich ihn einlade. Und ich lade ihn immer bewusster ein. Ich gestehe mir immer bewusster ein, dass ich Hilfe brauche. Und dass das keine Schwäche ist oder Niederlage, sondern meine Heilung. Und das ist so schön, weil es nur im Miteinander geht. Mit dem Bruder. Wir heilen nur gemeinsam. Wir lernen und verlernen nur gemeinsam, weil du Teil von mir bist, weil das mein Film hier ist. Und jetzt will ich Gottes Gedanken in meinen Film, in meinen Traum hinein, Gottes Geist, dort hineinwirken lassen. Solange ich diesen Traum wahrnehme. Wahre Wahrnehmung. Nur das. Und möge dieser Heilige Geist überall hinfließen. Möge ich da nichts mehr auslassen. Ich schade mir ja immer nur selbst. Also danke ich dem Vater wieder und wieder für diese herrlichen Lektionen, die uns da gegeben sind. Und es braucht diese Phase des Lernens. Steht doch da. Es ist eine Phase des Lernens, durch die ein jeder gehen muss, der kommt. Je schneller er aber wahrnimmt, worauf es beruht, wie fragwürdig seine Voraussetzungen und wie zweifelhaft seine Ergebnisse sind, desto schneller stellt er seine Wirkung in Frage. Denke nicht, dass du die Welt gemacht hast, Illusionen schon. Und von diesen Illusionen abzulassen, mich der Wahrheit, der wirklichen Welt hinzugeben. Das heißt, darüber hinauszugehen, über all das, über Krankheit, Leid, Tod, Körper, Raum, Zeit, diese Welt eben, diesen Traum. Und das nicht mehr für wahr zu erklären. Das hier ist nicht die Wahrheit. Ich bin der Träumer. Mehr nicht. Und ich habe keine Ahnung.
Jetzt habe ich keine Ahnung, wie ich auf all das hier schauen soll. Ich kann nur noch auf Gott vertrauen. Und das zu tun. Vertraue Gott. Vertraue dem Heiligen Geist. Er wird mit dir durch alles hindurchgehen. Also geh einfach weiter. Du kannst hier alles nutzen, bis du bemerkst, dass du es nicht mehr brauchst. Alle Namen, alle Symbole, so wie es hier in der Lektion steht. Solange ich es scheinbar brauche, kann es nützlich sein, aber es dann auch wirklich nutzen im Sinne des Vaters und nicht für meinen Eigenwillen. Das ist der Unterschied. Also muss ich immer gucken, mit welchem Geist bin ich unterwegs? Will ich da noch was? Hege ich da Absichten? Oder wozu dient es? Verwende all die kleinen Namen und Symbole, die die Welt der Dunkelheit beschreiben. Doch akzeptiere sie nicht als deine Wirklichkeit. Du kannst das alles sehen, aber akzeptiere das nicht mehr. Akzeptiere nicht mehr die Illusionen. Der Heilige Geist benutzt sie alle. Aber er vergisst nicht, dass die Schöpfung einen einzigen Namen, eine Bedeutung und eine einzige Quelle hat, die alle Dinge in sich selbst eint. Absatz 11. Verwende alle Namen, die die Welt ihnen verleiht, nur der Einfachheit halber. Aber vergiss nicht, dass sie mit dir gemeinsam den Namen Gottes teilen. Dann ist der Name Gottes, wenn der Name Gottes in meinem Geist ist, dann ist er in allem. Er muss aber in meinem Geist sein, damit ich diesen Einheitsgedanken denke. Und dann fügt sich alles zusammen zu einem Puzzle. Und jetzt sehe ich die Zerstückelung, wenn ich mit dem Ego-Geist drauf schaue. Zersplitterung. Alles zerstreut. Tritt zurück und nimm den Gedanken Gottes an. Der Name Gottes ist mein Erbe. Tritt dein Erbe an. Komm mit mir. Wir gehen sowieso miteinander. Es geht nur im Miteinander. Da ist nichts bedroht. Da ist nichts bedroht. Da ist nur Heilung. Nur Heiligkeit, nur Liebe. Und nur Frieden. Das, was ich eben nicht kenne.
Gott hat keinen Namen, steht da. Es ist nur ein Gedanke der Einheit. Ich nutze hier nur den Namen, um mich zu erinnern. Es ist ein Seinszustand. Jetzt. Nicht mit unseren Worten zu beschreiben. Und ich sollte es auch nicht, und ich sollte mir auch kein Bild machen. Aber das scheint so schwierig, dieses einfache Sein einfach sein zu lassen. Ne? Das so anzunehmen. Dass Gott einfach nur ist und ich in ihm. Punkt. Da ist nur Liebe. Und wir ruhen nur in dieser Liebe. In diesem Frieden. Und das ist alles. Niemand kann scheitern, der die Bedeutung von Gottes Namen sucht. Du kannst nichts falsch machen. Bleib du in der Bereitwilligkeit, in der Beständigkeit, in der Offenheit, offenen Geistes. Öffne du dein Herz, deine Hände, deine Arme. Jetzt. Für Gott, für dich. Und das ist in jedem Moment, das ist doch in jedem Moment gegeben. Der Name Gottes ist mein Erbe. Der Name Gottes ist mein Zuhause. Der Name Gottes ist meine Quelle. Ich rufe Gottes Namen, der mein eigener ist. Heiliger Geist, ich brauche Hilfe, damit ich mich genau in diesem heiligen Augenblick wirklich ausdehne. Nur deine Liebe lehre. Ich meinen mächtigen Geist nur für dich, Vater, ausrichte. Und es geschieht immer mehr. Ich meinen Geist nicht mehr für andere Zwecke missbrauchen möchte. Der Name Gottes ist mein Erbe. Danke, 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 dass ich das Erbe antreten darf. Und ich bin jetzt bereit. Weil alles schon geschehen ist, ich bin bereit. Ich ruhe schon in Gott. Es ist nur der Traum hier, der mir scheinbar etwas anderes erzählt, der mich scheinbar in Trennung hält. Was aber unmöglich ist. Es gibt nur einen Namen, eine Liebe, ein Geist, eine Heiligkeit, einen Frieden, einen Sohn. Ein Christus, ein reiner Geist, einen Himmel,
Ein Zuhause, eine Quelle. Um mich darin zu üben, in diese Einsgesinntheit. Nur das. Und das anscheinbar andere wird mehr und mehr vergehen durch meine klare Ausrichtung. Ich muss das aber entscheiden. Ich muss den Heiligen Geist einladen. Uns wird die Stärke gegeben, über all das hinauszuschauen. Und sie ist uns schon gegeben. Mir ist das nicht unbekannt. Ich spüre meine Macht und Stärke und die nur für Gott zu nutzen. Nur für die Liebe, nur für den Frieden und nichts anderes. Gar nichts anderes. Und da muss ich klar sein. Das Wahre vom Falschen trennen. Jetzt ist unsere Sicht gesegnet mit Segnungen, die wir geben können. So stark bist du. So mächtig bist du. Jetzt ist unsere Sicht gesegnet mit Segnungen, die wir geben können, wie wir sie empfangen. Der Name Gottes ist mein Erbe. Und wenn ich dieses Erbe antrete, ist mir alles gegeben, weil es mir von Gott gegeben ist. Und jetzt sprechen wir noch das Gebet am Ende. Das kursiv gedruckte. Du kannst gerne nachsprechen. Für dich oder dein Mikrofon anmachen, wie auch immer. Vater. Unser Name ist der Deine. Vater, unser Name ist der Deine. In ihm sind wir mit allen Lebewesen vereint und mit dir, der du ihr einziger Schöpfer bist. In ihm sind wir mit allen Lebewesen vereint und mit dir, der du ihr einziger Schöpfer bist. Was wir gemacht haben und mit vielen verschiedenen Namen benennen, ist nur ein Schatten, den wir versuchten, über deine eigene Wirklichkeit zu legen. Was wir gemacht haben und mit vielen verschiedenen Namen benennen, ist nur ein Schatten, den wir versuchten, über deine eigene Wirklichkeit zu legen. Und wir sind froh und dankbar, dass wir Unrecht hatten. Und wir sind froh und dankbar, dass wir Unrecht hatten. Alle unsere Fehler geben wir dir, damit wir von allen Wirkungen, die unsere Irrtümer zu zeitigen schienen, freigesprochen werden mögen. Alle unsere Fehler geben wir dir,
damit wir von allen Wirkungen, die unsere Irrtümer zeitigen, schienen, freigesprochen werden mögen. Und wir nehmen die Wahrheit, die du, Vater, gibst, anstelle jedes Einzelnen von ihnen an. Und wir nehmen die Wahrheit, die du gibst, anstelle jedes Einzelnen von ihnen an. Dein Name ist unsere Erlösung und unser Entrinnen aus dem, was wir gemacht haben. Dein Name ist unsere Erlösung und unser Entrinnen aus dem, was wir gemacht haben. Dein Name vereinigt uns im Einssein, das unser Erbe ist und unser Frieden. Dein Name vereint uns im Einssein, das unser Erbe ist und unser Frieden. Amen. Amen. Und da läuten die Glocken. Ich mache mal das Fenster auf.
Der Name Gottes ist mein Erbe. Wir sind ein liebevoller Gedanke Gottes. Und damit gehe durch den Tag. Was für ein Geschenk. Tritt dein Erbe an. Zu deiner eigenen Freude. Wir sehen uns heute Abend wieder. Mein lieber, lieber Bruder, Gottes Segen und Liebe immer jetzt. Es geht nur immer jetzt, weil du das selbst bist. Du bist ja schon die Liebe.